Herzlich willkommen zur ersten Sendung im neuen Jahr. In Deutschland geht mal wieder die Angst vor der Flex um. Nicht etwa einzelne Bohrhaken oder Routen sind betroffen. Ein ganzer Klettersektor wurde weggeflext. Das, was jetzt stattfindet, ist einfach unverhältnismäßig. Und es wird meiner Meinung nach auch einen nachhaltigen Akzeptanzverlust für den Naturschutz und Klettern geben in Deutschland. Es ist trauriger, weil ich bin wirklich der Meinung, es geht auch anders. Die heutige Sendung wird präsentiert von Bächli Bergsport und Petzl. Um das deutsche Klettergebiet battert, ist ein regelrechter Streit entfacht. Die Geschichte nimmt langsam absurde Züge an. In der heutigen Sendung sprechen wir deshalb mit den zerstrittenen Parteien und gehen der Geschichte auf den Grund. Eines können wir schon sagen, der Markus Bock, der war es in diesem Fall nicht. Bevor wir uns jetzt in dieses Thema vertiefen, starten wir aber wie immer mit den wichtigsten Meldungen des Monats. Neues Jahr, neues Glück. Der Olympia-Goldmedaillengewinner Alberto Gines López wechselt zu Mammut. Mit dem starken Spanier nimmt der Schweizer Bergsportausrüster einen weiteren Topshot der Kletterszene unter Vertrag. Schubert, Ondrach, Gines López, who is next? Ebenfalls neue Wege geht Sébastien Bert. Der Belgier gehört seit Anfang Jahr zur Edelried-Familie. Alex Tikon sowie 6 nepalesischen Bergsteigern gelingt am 6. Januar die Winterbesteigung des Manaslu über die Normalroute. Für den Basken war es der Erfolg im dritten Anlauf. Die vergangenen 2 Winter war er mit Simone Moro am schlechten Wetter und den Schneemassen gescheitert. Dieses Jahr nutzte Tikon und das Sherpa-Team ein kleines Schönwetterfenster, um von 6800 Metern direkt auf den Gipfel auf und wieder bis ins Basislager abzusteigen. Der Neunahr-Boulder Alfen im Tessin kommt nicht zur Ruhe. Kurz nach der Wiederholung durch den Briten Aidan Roberts doppelte sein Kollege Wilbosi nach und es standen schon die nächsten Aspiranten am Block, unter ihnen der Belgier Simon Lorenzi. Auch der 25-Jährige fackelte nicht lange und holte sich kurz vor Weihnachten das wohl größte Geschenk, das er sich machen konnte, die dritte Wiederholung von Alfen. Wir haben immer wieder vom 9A-Gespenst beim Bouldern gesprochen und uns gefragt, gibt es diesen Grad überhaupt? Mittlerweile muss man sagen, den Grad 9A beim Bouldern, den gibt es. Der wurde entzaubert und das Gespenst ist verschwunden, denn der Boulder Alfen in Gironica wurde innerhalb kürzester Zeit mehrfach wiederholt und von den Wiederholern im Grad auch bestätigt. Zumindest haben sie den Boulder nicht abgewertet. Ganz so klar haben sie sich nämlich doch nicht zum Grad geäußert. Böse Zungen behaupten, Alfen sei nicht 9A, weil er in so kurzer Zeit von so vielen Leuten wiederholt wurde, ganz im Gegensatz zu Burden of Dreams, der immer noch nicht wiederholt wurde, seit Jahren. Dieser Vergleich mit Burden of Dreams, der hinkt aber, denn Alfen in Gironica liegt im Herzen Europas, ist viel zugänglicher, es herrschen sehr oft gute Bedingungen vor und der Boulder, der Fels ist sehr haut- und fingerschonend, man kann also viel öfters am Boulder Versuche geben. Und wenn wir gerade von Burden of Dreams sprechen, nach Alfen hat sich nun ein regelrechter Run auf Burden of Dreams entfacht. Als erster war Vadim Timonov da, der Russe, der hat da mit Papier und Bleistift den Boulder nachgezeichnet und in seiner Boulderhalle mit irgendwelchen Griffen nachgebildet. Dann waren Sean Rabatou, der Amerikaner, und der Schweizer Giuliano Cameroni da, haben versucht, diesen Boulder zu klettern, die Bedingungen waren aber schlecht. Und als letztes war noch Aidan Roberts zu erwähnen, der Alfen-Wiederholer, der war auch bei Burden of Dreams und der hat dann sogar den ganzen Block abgefilmt, gescannt, 3D-Scan erstellt und die Griffe modelliert, nachgebildet und zu Hause nachgebaut, also eine exakt identische Replika gebaut, Next Level Project. Next Level ist auch das Fokusthema der heutigen Sendung. Im Wilden Westen... Nein, im Südwesten Deutschland geht es brutal brachial zu und her. Es schwelt ein Konflikt zwischen Kletterinnen und Kletterern und den lokalen Behörden, also eigentlich schwelt dieser Konflikt gar nicht mehr, es kam zum großen Knall. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Helden laut. Im beliebten Klettergebiet Battert haben Behörden, genauer gesagt das Regierungspräsidium Karlsruhe, die Entfernung sämtlicher Haken in einem Sektor angeordnet. Auch eine Felsbrücke wurde zurückgebaut, abgebrochen. Was geht da ab? Die eigentümliche und bizarre Felslandschaft hoch über Baden-Baden lockt seit weit über 100 Jahren Kletterinnen und Kletterer an und hat so manchen Athleten von Weltformat hervorgebracht, darunter Reinhard Karl, Bernd Kuhlmann oder Ralf Djumowitz.
Der Battert ist aber auch Heimat des streng geschützten Wanderfalken, der 2014 an die Badener Wand zurückkehrte. Der Bruterfolg der hiesigen Tiere ging in den letzten Jahren jedoch zurück. Lokale Behörden und Naturschutzverbände sehen Kletterer und Wanderer als hauptsächliche Störfaktoren und haben darum die Sperrung der Badener Wand beschlossen. Nicht einverstanden mit dem Entscheid sind unter anderem der Arbeitskreis Klettern und Naturschutz AKN sowie der Deutsche Alpenverein DAV. Die Gegner des ganzjährigen Zugangsverbots formieren sich zur Vereinigung 100% Battert und sammeln via Crowdfunding Geld, um juristisch gegen die Maßnahme vorzugehen. Wir haben auf La Crux schon im Dezember auf den Konflikt hingewiesen, auf die Demonstration hingewiesen, die stattgefunden hat. Der Deutsche Alpenverein DAV und Arbeitskreis Klettern und Naturschutz AKN wollten die Vollsperrung des Gebiets verhindern, doch es ist zu spät. Denn nun wurde, wie gesagt, zur Flex und zum Abbruchhammer gegriffen, die Bohrhaken sind weg und die historische Felsbrücke entfernt. Warum so radikal? Die bisherigen Regelungen zur Beruhigung des Brutplatzes waren nicht ausreichend. Es kann nicht hingenommen werden, den Ausgang eines Rechtsbehelfsverfahrens gegen die Allgemeinverfügung abzuwarten. Es besteht eine erhebliche Gefahr, den Brutplatz am Felsen Badener Wand zu verlieren und den Wanderfalken zu vergrämen. Die beschlossenen Knallhartmaßnahmen sind für uns nicht nachvollziehbar. Die Vollsperrung der Badener Wand für Kletterer und Wanderer ist aus Sicht von DAV und AKN eine überzogene Maßnahme. Tatsache ist, die Bolzen sind weg, die Brücke auch. Wir haben mit Uta Kohlmann von Arbeitskreis Klettern und Naturschutz und Mitinitiantin von 100% Battert gesprochen. Sie setzt sich vehement für den Zugang zum Klettergebiet ein, nach wie vor. Wir haben sie gefragt, macht denn dieser Widerstand und das Crowdfunding überhaupt noch Sinn? Ja, natürlich. Man kann auch Haken wieder einbohren, wenn sich herausstellt, dass alles irgendwie nicht richtig gelaufen ist. Und wie stellt sich Uta Kohlmann das vor? Man, die Regierung hat einen Entscheid gefällt und diesen auch umgesetzt. Warum sollten diese Routen denn jetzt wieder eingerichtet werden, eingebohrt werden? Ja, wir haben eine Anwaltskanzlei beauftragt und wir haben Widerspruch eingelegt. Das kann man ja. Gegen so eine Allgemeinverfügung hat man Recht, Widerspruch einzulegen. Und wir sind jetzt eben dabei, die Begründung für den Widerspruch zu formulieren mit. Also die Kanzlei macht das. Jetzt wird der Fall Battert also zum Fall für die Justiz. Bald kümmern sich also Anwaltskanzleien um den Interessenkonflikt Natur-Mensch. Warum musste es denn so weit kommen? Ja, wir wurden zu wenig involviert und es wurde vor allem zu wenig andere Möglichkeiten für den Brutabbruch erforscht. Das hätte man ja zuerst mal machen können, bevor man so zu so einer drastischen Maßnahme greift. Das jedoch sieht die Regierung anders. Regierungspräsidentin Silvia Felder sagt, im Herbst 2020 hätten zahlreiche Gespräche mit allen Beteiligten und Betroffenen stattgefunden. Sie habe sich die Situation vor Ort an der Badener Wand selbst angeschaut und im Mai 2022, letzten Jahres also, habe eine große Gesprächsrunde mit allen Beteiligten stattgefunden. Doch die Auffassungen in den Gesprächen waren sehr unterschiedlich. Wir haben einige Vorschläge teilweise aufgegriffen, so beispielsweise die Anregung, eine Experteneinschätzung von außen einzuholen, um das von uns erstellte Schutzkonzept auf seine Eignung zu prüfen. Das Ergebnis ist eindeutig. Unser Schutzkonzept wurde voll und ganz bestätigt. Die Regierung sagt also, sie hätten alle Beteiligten angehört, involviert. Die Beteiligten, namentlich die Kletter-Community und der DAV, die verneinen das jedoch. Auch was das Schutzkonzept anbelangt, steht Aussage gegen Aussage. Denn 100% Battert und der DAV, die sagen, natürliche Feinde wie der Marder oder Uhu oder dergleichen seien im Konzept außer Acht gelassen worden. Man gebe einseitig einfach den Kletterinnen und Kletterern die Schuld. Ich habe recht. Nein, ich habe recht. Das erinnert mich irgendwie an unser Intro der Sendung Tatort Frankenjura. Oh mein Gott! Jeder weiß es also besser, kein Wunder, dass die Geschichte bald vor Gericht weitergeschrieben wird, echt übel. Übel ist übrigens ein weiterer Aspekt, das ist eigentlich absurd, an dieser Geschichte. Die Regierung hat ja, wie gesagt, die Haken entfernen lassen. Und wer kann sowas? Ja, die Regierungspräsidentin Silvia Felder kann das nicht. Nein, natürlich Kletterer, Industriekletterer. Und genau so ist es geschehen. Vor wenigen Tagen wurde die Firma Airmax beauftragt,
die Haken an diesem Klettersektor eben zu entfernen. In die Tat umgesetzt hat es unter anderem Kletterer Fabian Böhme, Angestellter von der Firma Airmax. Als passioniertem Kletterer hat mir dabei natürlich das Herz geblutet. Ja, das hat sicherlich wehgetan, denn Fabian Böhme, den will ich nicht sein beim nächsten Gang in die lokale Kletterhalle. Denn die Firma Airmax und ihre Mitarbeitenden, die sehen sich seit der Entfernung der Haken einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt und werden scharf kritisiert, wie uns der Geschäftsführer Max Wörner im Gespräch erzählt. Ja, es ist eine Riesenwelle an Shitstorm. Die Leute beschimpfen uns als Söldner, als Kapitalisten, als Leute, die quasi Marionetten wären der Regierung und würden quasi, also es einfach überzogen und krass, ne? Es wird kein Blatt vor den Mund genommen im Internet, aber auch in den Gesprächen, die wir geführt haben. Uta Kollmann beispielsweise sagt im Gespräch über die Firma Airmax ganz unverblümt: Verräter. Die müssen das mitbekommen haben, die haben auch diesen ganzen Konflikt mitbekommen, die haben mitbekommen, wie sich der DAV dafür eingesetzt hat. Und dann trotzdem hinzugehen und die Haken da rauszunageln, das ist meiner Meinung nach, persönliche Meinung, nicht in Ordnung. Tatsache ist aber, das Gebiet ist weg, die Sperrung vollzogen und das Klettert am Battert gehört der Vergangenheit an, oder? Nein, betroffen von der Sperrung ist einer von 20 Sektoren, wie dieses Bild anschaulich illustriert. Ist die ganze Kritik am Entscheid also maßlos übertrieben? Nein, finden wir nicht, weil es geht ja auch um Qualität. Es geht ja nicht nur um Quantität. Ne? Wir haben da, wie gesagt, wir haben zwei hohe Massive am Batter. Das eine ist die Falkenwand, das andere ist die Badnerwand. Das sind die beiden hohen Massive, wo auch viele Kletterrouten nebeneinander ist. Dann haben wir an der Badnerwand auch nochmal ein viel besseres Gestein. An der Falkenwand sind sehr, sehr viele Routen ein bisschen brüchig auch. Und wir haben natürlich noch, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für die Badnerwand, dort kann man auch klettern bis in Dezember hinein. Also ist für uns schon nicht irgendeine Wand, die man mal eben gerne für den Naturschutz hergibt, sondern das ist etwas, wo uns wirklich dann etwas fehlt. Für die lokalen Kletterer ist also klar, ihnen wurde ihr liebstes Stück Fels weggenommen, das Vorgehen der Stadt ist ein Skandal und völlig unverhältnismäßig. Manch einer fragt sich gar, ob es denn so schlimm ist, wenn ein einziges Wanderfalkenpaar einen neuen Brutplatz suchen muss. So, nach allem, was beobachtet wurde vom Verhalten der Wanderfalken an diesem Brutplatz, es ist offensichtlich eine bevorzugte Stelle, die sehr attraktiv ist für die Art. Und die auch langjährig attraktiv ist. Und andere Brutplätze sind nicht einfach zu finden. Das sagt Arthur Bosse vom Naturschutzbund Karlsruhe. Die Tiere haben also keinen einfachen Stand. Ende der 70er Jahre waren die Wanderfalken vom Aussterben bedroht, primär aufgrund des Umweltgifts DDT. Die Bestände, die gelten mittlerweile als erholt, doch der Mensch ist als Störfaktor geblieben. An der Badener Wand, muss man sagen, kann der Mensch in den nächsten 5 Jahren aber als Störfaktor ausgeschlossen werden. Denn die Maßnahme, das betont die Regierung, ist auf 5 Jahre begrenzt. Doch, wie geht es denn 2028 weiter? Da gibt es keinen Plan und das ist auch etwas, was ich kritisiere. Man kann immer sagen, es geht 5 Jahre und dann schauen wir weiter, aber solange es dafür kein Szenario gibt, wo dann steht, wenn in den nächsten 5 Jahren die Brut genauso schlecht verläuft wie in den letzten, dann machen wir das zum Klettern wieder auf. Oder wenn es jetzt super geworden ist, dann wird es für immer geschlossen bleiben. Dafür gibt es ja kein Szenario. Also worauf soll man sich da in irgendeiner Weise beziehen? Mit diesem Vorwurf haben wir die Regierungssprecherin Irene Feilhauer konfrontiert. Wir haben den Vorschlag aus den Gesprächen mit den Verbänden aufgegriffen und werden nun ein 5-jähriges Monitoring mittels Wildkameras durchführen. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, werden dazu auch mehrere umliegende Wanderfalkenhorste in das Monitoring einbezogen. Es wird also detailliert untersucht, wie sich das Wanderfalkenpaar an der Badener Wand in den nächsten 5 Jahren verhält. Was müsste denn passieren, damit 2028 wieder an dieser Wand geklettert werden kann?
Sofern bei dem wissenschaftlichen Monitoring, das in den nächsten 5 Jahren den Brutplatz an der Badener Wand mit weiteren Brutplätzen der Umgebung vergleichen wird, neue Erkenntnisse gewonnen werden, die die aus heutiger Sicht erforderlichen Schutzmaßnahmen für nicht mehr relevant erachten, werden wir unser Schutzkonzept entsprechend anpassen. Es besteht also durchaus die Chance, dass sich die Sache für die Kletter-Community zum Guten wendet. Könnte es aber im gleichen Maße auch sein, dass sich die Situation in die andere Richtung bewegt, also dass noch mehr Sektoren gesperrt werden. Die Regierungssprecherin sagt dazu, der Wanderfalke brütet ausschließlich an der Badener Wand. Andere Sektoren sind für den Schutz des Wanderfalkens nicht relevant. Doch das Battert-Massiv liegt innerhalb eines Naturschutzgebietes. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Kletternden deutlich zugenommen. Sollte diese Entwicklung so weitergehen und Schäden für die Natur verursachen, dürfen wir unsere Augen davor nicht verschließen. Das Ende der Geschichte ist also noch nicht geschrieben. Ob jemals wieder an der Badener Wand geklettert wird, steht in den Sternen. Vielleicht entscheiden sich ja aufgrund dieses juristischen Streits ja die Gerichte gegen die umgesetzten Maßnahmen der Regierung. Freuen würden sich nicht nur die lokalen Kletterinnen und Kletterer, sondern vielleicht auch die Firma Airmax, denn irgendjemand müsste diese Haken ja wieder einbohren auf Kosten der Regierung. Ja, wie gesagt, wir haben letztes Jahr knapp 3,7 Millionen Jahresleistung gehabt. Das ist so verschwindend gering. Ich brauche diesen Auftrag nicht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wow, geil, mega, und da gibt es den nächsten Auftrag. Dafür gehe ich in die Industrie, dafür habe ich Großkunden. Das ist wirklich ein Thema von Leidenschaft gewesen und wirklich auch dem Thema, was geht vor. Das Entfernen der Bolts war also ein Auftrag aus Leidenschaft für die Firma Airmax. Das Unternehmen setzt sich, wie Werner im Gespräch sagte, verschiedentlich für Naturschutzprojekte ein. Aber trotzdem, vielleicht richten sie das Gebiet dann doch wieder ein, wieder aus Leidenschaft, dann aber fürs Klettern. Was sagt eigentlich ihr zur ganzen Geschichte? Stellen Kletterinnen und Kletterer einmal mehr ihren Hunger nach Fels über das Wohl der Tiere oder preschen Naturschutz und Regierung zu hart vor? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bevor wir uns verabschieden, gibt es noch etwas zu gewinnen. Schließlich wollen wir die Gemüter ein bisschen aufheitern nach dieser schweren Kost in dieser Sendung. Für alle, die sich trotz limitiertem Felsangebot, aus welchen Gründen auch immer, fit halten wollen, verlosen wir 2 Trainingssketches. Es ist einerseits der Tension Block und das Flashboard von Tension Climbing. Für die Teilnahme an der Verlosung müsst ihr folgende Frage beantworten. Bis wann gilt das Kletterverbot an der Badener Wand? Schreibt die Antwort in das Kommentarfeld unten beim Video. Das war's von der heutigen Sendung. Danke, dass ihr dabei wart. Und denkt daran, wie immer, falls euch die Sendung gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal.